Hallo, liebes Publikum! HBK hier zusammen mit der lustigen Tabletop-Runde hier. Hey! Hallo! Und wir spielen noch eine Runde Cards Against Humanity. Und ja, diesmal haben wir uns vorgenommen, 5 Punkte zu machen, würde ich sagen. Ja! Nehmen wir. Jawohl. Oh, ich musste ja auch das richtige Tool auswählen. So, dann dealen wir jetzt erstmal direkt wieder 5 Karten. Und ja, ich lese einfach wieder die erste Karte vor, nehme ich an. Gut. Und während hier alle lustig am Rummalen sind, können Sie sich schon mal mental auf etwas vorbereiten. Und zwar, während des Sex mag ich es über Punkt nachzudenken. Toll, die Karte hatten wir schon mal. War die nicht letztes Mal genau auch die erste? Nee. Nein, die war zweite oder dritte oder so. Okay. Ich will trotzdem, dass sie hier gewinnt, weil sie ist cool. Mann, ich habe viele gute Karten, aber nehmen wir die hier. Ich habe auch zu viele gute Karten, aber naja. Kann man zu viele gute Karten haben? Sei froh. Dann kann man sich nicht entscheiden. So, ich habe eigentlich nicht so wirklich viele dolle Karten, glaube ich. So, aber nichtsdestotrotz. Mission Impossible. So. Während des Sex mag ich es über... Flip bitte. Würstchenpartys nachzudenken. Oh, geil. Geil. Bei welcher Art von Würstchenpartys? Muss ich erst jetzt zweideutig denken, oder? Die mit den Knackern. Das könnte auch zweideutig sein. Während des Sex mag ich es über Angela Merkel vor. Oh. Oh. Bitte nicht. Steht. Das will ich nicht mal während des Nicht-Sex. Während des Sex mag ich es über einen Tiefkühlschrank voll Organe nachzudenken. Komischer Film. Während des Sex mag ich es über Zentauren nachzudenken. Hat für einige vielleicht irgendwie einen Reiz, keine Ahnung. Mann und Pferd. Pferd und Mann. Kann man gut reiten. Der war flach. Füße hoch. Der war richtig flach. Ich glaube... Angela Merkel. Yay! Oh. Bitte die Karten nicht in meine Hand flippen, danke. Das wäre recht vom Vorteil. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach Gott. Ich hab echt eine beschissene Hand. Das geht. Dann nimm die linke. Ah! Oh Gott. Okay, darf ich? Ja. Yeah, wenn du denn die Klappe hältst. Halt weg. Ah, die Karte kennen wir auch schon. Was benutzt man in der Nachhilfe? Oh, das hatte ich schon mal gehabt, Mann. Oh Mann. Ja, was benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten, halt weg, zum Erfolg zu verhelfen? Ja, ist verdammt. Ich will nicht flippen! Ja, dann musst du das Tool auswählen. Ja. Also weg auswählen. Anti auswählen, nicht auswählen. Un auswählen. Och. Nein, ich will ja doch nur möschen. Drückt halt nur dann. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Seid ihr bereit? Dann, ja, immer. Immer also. Wieder bereit hier. Karte Nummer 1. Was benutzt man in der Nachhilfe von blablabla Spritzen teilen? Wow. Nur nicht zu laut, Leute. Ich wusste gerade. Das Michelin-Männchen. Was? Das, okay, das Michelin-Männchen. Ja, blonder Werder. Was? Blowjob während der Autofahrt. Ja. Russische Keller, boah, ist schon wieder. Ihr seid so einfallslos, Leute. ja. Wir haben 340 Karten und nichts Gutes. Super. Für Spritzen teilen. Yay! Oh, ich dachte eigentlich, weil das so leise gewesen ist, dass das nicht. Ja, nee, also Killerpornos hat bestimmt Blotschop, wenn der Autofahrt wäre zu. Klar gewesen und. Was hast du gegen das Michelin-Männchen? Was? Ich meine, das ist ein Michelin-Männchen.
Meine Spritzen haben mal wieder gewonnen. Nice. Spritz nicht zu sehr. Ha ha ha. Ach, la! Ich lache doch so gerne. Oh, verdammt. Ihr habt eine neue schwarze Karte, ne? Das hatten wir doch auch schon. Wie habt ihr die Karten gemischelt? Ja, wenn ich der Präsident der USA wäre, würde ich ein Ministerium für blank erschaffen. Oder schaffen. Na. Deutsch. So. Mehr mischen kann ich nicht. Welcher Stapel? Egal. Welcher ist jetzt der... Das. Ich hab keine Ahnung. Also meine war da, genau. Leg mal zu mir, danke. Ich wollte schon sagen, hier jetzt erstmal den Müll... Habt ihr alle? Jo. Also ich schon. Ja, ich auch. Naja. Boah, das ist echt eine Wissenschaft an sich hier. Macht Spaß? Jo. Nein, ich meine mit dem Linienziel-Tool. Deutsch. So. Wenn ich... Jo, kannst. Mann, wenn ich der Präsident der USA wäre, würde ich ein Ministerium für ein Fötus schaffen. Oh. Okay, gut, was haben wir als nächstes? Ein Ministerium für Weltfrieden. Oh. Ein Ministerium für... Der ist flach. Es rausholen schaffen. Der ist doch okay. Viel flacher. Und ein Ministerium für... Die Frage, was ist es? Gut. Kindesmissbrauch schaffen. Wow. Oh shit. Oh. Okay, gut. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Also, Fötus, danke, nein. Das ist. Nee. Fötus brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, was wir rausholen wollen, also kommt das auch schon mal weg. Nein, hol sie wieder raus, bitte. So, jetzt haben wir noch Weltfrieden und Kindesmissbrauch. Also, eine Alltagsentscheidung. Eine Alltagsentscheidung, genau. Ja, das Problem dabei ist jetzt, also Kindesmissbrauch ist einfach mal, es ist einfach nur geil, es ist einfach nur super herrlich, ich find's lustig, ich würd's am liebsten nehmen wollen, aber ich bin eigentlich für Weltfrieden, weil Weltfrieden ja was Schönes. Das ist aber Cards Against Humanity. Und da es Karten gegen die Menschheit ist, hat der Kindesmissbrauch natürlich gewonnen. Yeah! Ich so wusste es! Bleib mal zur Abwechslung lieb, dann wird bestimmt irgendwas. Ja, ich weiß, ich wollte es auch nehmen, aber. Regeln sind Regeln. Ja. So, schauen wir mal, was haben wir hier? Bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, eröffnet das Smithsonian Museum. Smithsonian Museum of National History. Eine interaktive Ausstellung über... Na, was? Das ist... Interaktiv. Sag nochmal was. Ups. Steven? Was? Sag nochmal was. Ja, sag doch was. Der war gerade eben, warst du bei mir sehr abgehackt, deswegen. Und sehr leise. Ah, na, das Internet. Ja, okay. Okay. Ja, muss ich das jetzt alles wiederholen? Ja, mach ruhig. Sag ruhig, für was ein... So, eine interaktive Ausstellung, genau. Über einen rechtschaffener Kopf, der nichts zu verlieren hat. Kann ich gleich sagen. Gut interaktiv. Nein. Weißt du nicht, was der Rest ist? Ja, nee, das ist einfach Schrott. Jetzt kommt's, das war die beste Karte. Ausstellung über Waterboarding. Ja. Oh, Schrott, weg damit! Alles Schrott. Eine interaktive Ausstellung für Waterboarding. Über eine Erektion, die länger als 4 Stunden dauert.
eine interaktive Ausstellung über Viagra. Das geht ja irgendwie einher, ne? Ja. Das war bestimmt abgemacht. Ach, Waterboarding ist doch schön. Ja, Spaß für die ganze Familie. Ja, immer gut hydrieren, Leute. Familienthemenpark. Waterboarding hat's gewonnen. Ja, wer hatte Waterboarding? Meins. Ah, okay. Du hast schon 2 Punkte. No. Achso, jetzt geht's ja bis 5, stimmt. Noch alles drin, Leute. Okay. Der Groschen ist noch nicht gefallen. Alles drin, auf der Win. Genau. Okay. Ich hatte übrigens den Rest schaffen im Kopf. Was hast du aus Mexiko mitgebracht? Was hast du aus Mexiko mitgebracht? Nice. Oh. Ihr habt alle so gute Karten, ey. Naja. Ich hab nur Mist auf der Hand. Oh, was nehme ich denn? Ich hab 3 Karten, die ich nehmen könnte. Nehm am besten eine. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Mein Feld ist fertig, ne? Yay. Fehlt noch eine Karte. Das ist zu offensichtlich. Ich hab ein Kätzchen. Ein Kätzchen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Was hast du aus Mexiko sehr mitgebracht? Buntes Kätzchen. Der Tag des jüngsten Gerichts. Hm, okay, nicht schlecht. Aber der ist in Mexiko? Jetzt nicht so überwältigend. Was hast du aus Mexiko... Mexiko? Mexiko mitgebracht? Maximum Mexiko. Tom Cruise. Okay. Den kann man in Mexiko kaufen. Cool. Gleich nach Mexiko. Kerle, die nicht an. Okay. Oh, da ist jemand salty. Und was hast du aus Mexiko? Okay. Ich weiß irgendwie nicht, was davon im Ernst. Du hast die letzte Karte noch nicht vorgelesen. Nimmst du bitte den Penis aus meinem blauen Feld? Aus deinem Dreieck. Nimm mal den Penis raus. Ich würde diesen Satz irgendwie sehr gerne einmal aus Shireens Munde hören. Also diese Karte hat gewonnen. Aber nur mit dem, was da drauf steht. Das wäre ein Soundsample für die Götter. Vergiss es. Ich habe aber keine Ahnung, welche Karte, Mann. Du hast sie immer noch nicht vorgelesen. Wir wissen alle, um welche Karte es sich handelt. Nein, ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Jedenfalls. Du hast sie immer noch nicht vorgelesen. Was nehme ich denn? Mexiko mitgebracht. Na gut, was hast du aus Mexiko mitgebracht? Meine Vagina wird. La. Sie hat vorgelesen. Sie hat's vorgelesen. Und sie hat auch gesagt, es gewinnt. Ja. Echt? Ja. Go. Vagina hat gewonnen. Yay! Yeah. Ja! Ja, das Spiel ist bescheuert. Na, ich hätte einfach gerne diesen Satz von ihr gerne gehört. Meine Vagina hat gewonnen. Aber so ging das auch. Als nächstes lese ich vor, ne? Ja. Dann muss ich erstmal die hier flippen, damit ich weiß, okay, gut, das ist mein Punkt. Alles klar, gut. Hat jeder 5 Karten? Nee, du ja. Nicht mal sehen. Was? Auweia, schäm dich, ne? Es heißt, in der JVA Tegel kannst du 200 Zigaretten für ... aus eintauschen. Dann schauen wir mal. Warte. So, alle 4 Karten da. Einmal ordentlich durchmischen. Und dann schauen wir mal, was man denn so eintauschen kann in der JVA Tegel. Da kann man 200 Zigaretten für... Nicht eintauschen.
ein heißes Durcheinander eintauschen. Ja. Oh, kann man 200 Zigaretten für AIDS eintauschen? Oh, ja. Unglaublich. Da kann man 200 Zigaretten für das Rainer Keim- und Qualitätssiegel eintauschen. Und da kann man 200 Zigaretten für Natursektspiele eintauschen. Oh. Wow. Ich finde das Rainer Keim- und Qualitätssiegel gut. Das Rainer Keim- und Qualitätssiegel hat gewonnen. Yay, es war meins. Oh. Ja, ja, mit AIDS hat man nicht immer eine sichere Moment. Ja, aber mit Rainer Keimund. Ach ja. Ups. Lifetime präsentiert. Die Geschichte von. Drei Karten. Zwei Karten, ja. Die obere wird zuerst gelesen. Ups. Okay. Ich guck dann auch nicht mehr hin, wer was liegt, ne? Ja, das hat man sogar gehört. So. Musst du gerade Animal Crossing? Ah, das war dein Piratenlied. Ach so. Meine halbe Katze ist weg! No! Wieso ist die halbe Katze weg? Wieso sind nur noch die Ohren da? Shireen hat ihre Linien weggemacht, deswegen. Oh. Jetzt sind alle weg. Du kannst, Bisa. Ich darf. Oh, ja. So viele Kartenhaufen. Sehr schön. Ich fahre. So viele mit Haufen habe ich sonst nur auf der Straße gesehen. So. Ich fange mit links an. Mal kurz zur Seite legen hier. Ich wollte gerade fragen, ob du da Boobs zeichnest. Das ist eine Blume. Also. Sag ich doch, Blümchen. Präsentiert. Meine Seele, die Geschichte von Stephen Hawking, der versaut redet. Okay. Gut, wurde so akzeptiert. Meine Seele. Ich leg das mal kurz auf deiner Seite, Feli. So. Hm? Lifetime präsentiert. Ah! Ja, eine Karte. Poppers. Die Geschichte von tote Babys. Wie soll man jetzt den Poppers sehen? Naja, poppen? Poppers? Nehme ich an? Sicher. Ich weiß es nicht. Ups. Weil, wenn ja, ist das ein ziemlich kranker Fetisch. So ein bisschen. Das ganze Spiel ist ein kranker Fetisch. Lifetime präsentiert. Internat, die Geschichte von Meister Propper direkt hinter Ort. Da wäre Inserat noch viel besser gewesen. Oh. Lifetime präsentiert Crystal Man. Nee, Moment, das war die obere Karte. Oh, Lifetime präsentiert Wissenschaft, die Geschichte von Crystal Man. Breaking Bad! Yay! Yay! Aber da ich Breaking Bad nicht gesehen habe. Was? Was? Wie kann man Breaking Bad? Was war das hier? Meister Popper hinter dir, Internat. Gewinnt das Ding mit den toten Babys. Yay! Tote Babys! Tote Babys nein. For the win! Ich habe gerade meine Karte gefunden. Außen Poppers, innen Geschmack. Was? Ich habe meine Karte gefunden. Das Problem ist, ich kann sie nicht benutzen, weil ich jetzt ein Zar bin. Nein! Ach, das passt schon. Stimmt. Na dann, was haben wir? Keine Ahnung. Was funktioniert immer, meine Party aufzupeppen? Macht mich stolz. Ich mach vielleicht was anderes. Was willst du denn machen? Mich rausschmeißen? Das hier! Oh. Ja, okay. Alle. Oh. Okay. Dann schauen wir mal. Na denn. So, was funktioniert immer, meine Party aufzupeppen? Tentakelpornos! Wupp, wupp, wupp! Funktionieren immer, bestimmt. So.
Tschüss. Tschüss, back. Was funktioniert? He's back. He's back. Back. He's back. I'll be back. He's back. Alright. I'll be back. So, was funktioniert immer, meine Party noch zu peppen? Drive-by Shooting. Da haben wir zu viel GTA gespielt. Du müsstest halt immer wieder weiterspielen. So, was funktioniert immer, meine Party aufzupeppen? Eine Spur von Tränen. Oh. Der ist düster. So, und was funktioniert sonst immer, meine Party aufzupeppen? Heimvideos von Vera am Mittag beim Heulenden. Eine Fritteuse? Was? Aber es ist nichts besser, meine Party aufzupeppen, als Drive-by-Shooting. Yes. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da ging nichts drüber. Auch meine Spur von Tränen nicht. Du hast schon 3 Punkte. Wow. Ich bin gut in dem Spiel. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. So. Ist ein schmaler Grat, der. Okay. Also 2 Karten. Ist ein schmaler Grat, der zu. Ja. 3 Karten. Legen Sie jetzt! Okay. Ja, da haut es so hin. So. Ups. Du guckst doch weg, oder? Wir haben Trinken. Ja. Oh. Hast du dir den Stapel gerade wie auf die Hand genommen? Ja, ich muss gerade dabei hier, Alter. Ja. Das ist was, böse. Was eine Geburt. Ich will zweiten Karte Ablagestapel haben. Aber muss ich mal ein bisschen mehr mit der Chest und sowas arbeiten, um mal einige Sachen zusammenzulegen. Jo. Okay. Alter. Schauen wir mal. So, nehme ich den hier. Das Anstarren eines Bärchen ist ein schmaler Grat, der zu Macht führt. Wow. Lass uns die Glücksbärchen anstarren. Ich will ein Glücksbärchen anstarren. Ja, ich starre die Glücksbärchen an. Das wäre nicht die ganze Macht. Vaginalfürze ist ein schmaler Grat, der zu Sterben führt. Wow. Alter. Okay. Oh. Günther Jauch, der von einem Schwarm greift, attackiert wird, ist ein schmaler Grat, der zu gegenüberstellbare Daumen führt. Was? Okay. Verstehe ich nicht. Ich bin gleich andersrum. Okay, das scheint schwierig. Gegenüberstellbare Daumen ist ein schmaler Grat, der zu Günther Jauch, der von einem. Nee. Das macht keinen Sinn. Okay. Justin Bieber ist ein schmaler Grat, der zu der Urknall führt. Uiuiui. Ui. Okay. Boah. Ja, Vaginal für zusammen gewonnen. Oh. Ja! Was hast du gegen Justin Bieber? Das war doch irgendwie Justin zu erwarten. Der Urknall, das würde bedeuten, die Erde ist wegen Justin Bieber entstanden. Ach, ich dachte, die mächtigen Blutspärchen bringen mir was. Wieso? Justin Bieber erzeugt einen Urknall. Ja, so gerade macht er einen neuen Planeten mit Justin Biebers, oder was? Nein. Es macht einfach nur Bumm. Die Chance, boom, dass eine neue, boom, boom, boom. Die Chance, dass eine neue Welt entsteht, ist dabei dann sehr gering. Ja. Aber wenn es passiert, dass, dann haben wir die Tatsache, und die Tatsache, dass es dann nur aus Justin Bieber besteht, ist noch viel geringer. Hashtag no offensive.